Christoph Meckel, Andere Erde. Wenn erst die Bäume gezählt sind und das Laub Blatt für Blatt auf die Ämter gebracht wird, werden wir wissen, was die Erde wert war. Einzutauchen in Flüsse voll Wasser und Kirschen zu ernten an einem Morgen im Juni wird ein Privileg sein, nicht für viele. Gerne werden wir uns der verbrauchten Welt erinnern, als die Zeit sich vermischte mit Monstern und Engeln, als der Himmel ein offener Abzug war für den Rauch und Vögel in Schwärmen über die Autobahn flogen. Wir standen im Garten und unsere Gespräche hielten die Zeit zurück, das Sterben der Bäume, flüchtige Legenden von Nesselkraut. Shut up. Eine andere Erde, ein anderes Haus. Ein Habichtflügel im Schrank, ein Blatt, ein Wasser. Liebe Freundinnen und Freunde der Poesie, herzlich willkommen. Ich spreche heute über das Gedicht Andere Erde von Christoph Meckel. Dieses Gedicht war das Matura-Gedicht für meine Schüler in diesem Jahr 2020. Und dazu möchte ich jetzt sagen, in der Schweiz gibt es keine Zentralmatura, sondern eine Hausmatura. Das heißt, die Deutschlehrer der jeweiligen Schule, des jeweiligen Gymnasiums, stellen die Matura-Themen selbst zusammen. Und die Gedichtanalyse für dieses Jahr habe ich ausgewählt, und das ist eben dieses Gedicht Andere Erde von Christoph Meckel. Und ich möchte eine kleine Vorgeschichte erzählen, warum ich dieses Gedicht gewählt habe, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass ich absolut der Meinung bin, dass es ein aktuelles Gedicht ist, ein Gedicht, das wichtige Themen unserer Zeit anspricht. Der andere Grund ist ein bisschen sentimental und persönlich, und da möchte ich euch was zeigen. Vor 3 Jahren ist meine Großmutter gestorben und als wir das Haus ausgeräumt haben, sind natürlich viele Sachen zum Vorschein gekommen, die man auch ein bisschen vergessen hatte oder die ich vergessen hatte, unter anderem ein altes Deutschheft. Dieses alte Deutschheft von mir aus meiner Gymnasialzeit, das war die erste Klasse Gymnasium, die ich da besucht habe. Und ja, dann blättert man das so durch, eben. Viele Aufsätze, die ich geschrieben habe, und unter anderem war da eben auch ein Blatt. Unser Deutschlehrer hatte uns viele Gedichte zum Thema unsere Umwelt, das steht da, zum Thema unsere Umwelt zusammengestellt. Da waren Gedichte von Brecht und Goethe und Stifter und Günter Eich und ich glaube, das ist Mariedl, Innerhofer, Wolf Wondratschek und Dostojewski und Christoph Meckel, Andere Erde, das Gedicht ist da drin. Das habe ich also in meinem ersten Gymnasialjahr in Meran behandelt mit meinem Deutschlehrer damals. Ich habe das nicht mehr gewusst, ich habe mich nicht mehr daran erinnert und dann fand ich das plötzlich und mir schien das so frisch und so aktuell, dass ich dachte, das wäre doch auch ein passendes Matura-Gedicht. Also so seht ihr jetzt den Hintergrund, wo ich dieses Gedicht gefunden habe und warum ich dieses Gedicht gewählt habe. Aber gehen wir jetzt in die Analyse und schauen wir uns an, wie man dieses Gedicht interpretieren kann. So, wenn wir uns die Form anschauen, dann sehen wir, da reimt sich nichts. Es gibt ein paar Alliterationen und Assonanzen. Aber was als erstes auffällt, ist die auffallende Unverhältnismäßigkeit der beiden Strophen. Das heißt, die erste Strophe ist sehr lang. Und die zweite Strophe besteht nur noch aus 2 Versen. Also die erste Strophe besteht aus 14 Versen, die zweite nur noch aus 2 Versen. Und wir müssen uns natürlich dann überlegen, warum hat er so eine seltsame Proportion gewählt? Warum eine so lange erste Strophe und so eine kurze zweite Strophe? Was sehr interessant ist an diesem Gedicht, ist die Art, wie er mit der Zeit arbeitet. Wenn erst die Bäume gezählt sind, das bezieht sich auf eine Zukunft. Und er macht hier ein Zeitspiel. Das Gedicht ist von 1974, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, dass man das mit
berücksichtigt. Also das Gedicht ist aus heutiger Sicht schon ein bisschen älter, aber es projiziert in die Zukunft. Und diese Projektion, das ist eben dann eine Zeit, in der dann die Bäume gezählt sind und das Laub Blatt für Blatt auf die Ämter gebracht wird. Das heißt, hier haben wir eine bestimmte Bürokratie, wir bringen jedes Blatt auf die Ämter und das ist natürlich auch ein Wortspiel, das Blatt des Baumes und das Papierblatt, auf dem irgendein Formular ist zum Beispiel, also das man ausfüllen kann und das man irgendwo hinterlegt, das in ein Archiv kommt. Hier ist diese Doppelbedeutung drin. Also er projiziert in eine Zukunft und er macht hier ein Zeitspiel, das ein bisschen kompliziert ist, aber das wir jetzt dank Corona-Krise auch selber ganz gut beherrschen. Nämlich, man überlegt sich, wie wird es sein, wenn wir das, was jetzt ist, hinter uns haben und dann in der Zukunft auf die Zeit jetzt zurückblicken. Futur 2. Wie gesagt, ein bisschen kompliziert, aber wir haben das jetzt auch eingeübt. Durch diese ganze Corona-Krise haben wir ja auch uns immer wieder gefragt, wie wird es dann sein, wenn das alles hinter uns liegen wird und wir dann wieder in die Normalität zurückgekehrt sein werden. Also wir sehen, das ist genau diese Perspektive, die hier auch Meckel verwendet. Also, wenn erst die Bäume gezählt sind und das Laub Blatt für Blatt auf die Ämter gebracht wird, werden wir wissen, was die Erde wert war. Das heißt, im Moment kennen wir den Wert der Erde nicht. Wir wissen nicht, was dieser Planet für uns für einen Wert hat, denn wir haben ihn noch nicht auf dem Amt bestimmen lassen, diesen Wert. Und das ist natürlich eine sehr beißende, eine sehr schmerzhafte Ironie, die er hier bringt. Denn eigentlich müssten wir es wissen, was uns dieser Planet wert ist und was unsere Lebensgrundlage hier eigentlich ist und dass das eigentlich unzählbar, unschätzbar, nicht in irgendwelche Zahlen fassbar ist. Aber er sagt, wir leben als Menschen immer so orientiert an irgendwelchen Geldangaben, wie viel kostet das, was ist der Preis dafür und so weiter. Und erst wenn wir die Erde wirklich jetzt Blatt für Blatt abgetragen haben und alles geschätzt haben, dann werden wir wissen, was es wert ist. Also dieser wahren Wert der Erde, im Sinne ohne H, Ware, die wahre Erde, die lassen wir dann schätzen und zählen, aber der wahre Wert mit H jetzt, den kennen wir nicht. Also er spielt hier mit diesem kapitalistischen Denken, dass man alles messen und zählen kann und das ist so viel und da haben wir da ein Preisschildchen und am Ende wissen wir es, was es ist. Und das nächste, was er dann bringt als Bild, das ist schon so etwas Unschätzbares. Einzutauchen in Flüsse voll Wasser und Kirschen zu ernten an einem Morgen im Juni. Das sind beides Dinge, die man jetzt eigentlich nicht mit Geld bemessen kann. Und das ist etwas, das in der damaligen Zeit in den 70er Jahren noch ziemlich häufig möglich war, dass man in Flüssen schwimmen konnte und dass man Kirschen ernten konnte im Garten. Auch heute 2020 gibt es das noch viel, aber er sagt, das wird dann ein Privileg sein, das nicht mehr jedermann haben wird, sondern nur noch ganz wenige Leute. Denn das wird dann ganz wertvoll sein und das werden sich dann nur noch die wenigsten überhaupt leisten können. Denn die Flüsse werden vielleicht nicht mehr Wasser führen, sondern eine giftige Brühe und Kirschen im Juni ernten können, also einen Garten haben, das werden auch nicht mehr alle haben. Gerne werden wir uns der verbrauchten Welt erinnern. Das heißt, wir konsumieren, wir verbrauchen diesen Planeten wie ein Konsumgut, ja, das man aufreißt, verwendet, wegschmeißt. Also die Erde als Wegwerfgegenstand, da sind wir auch bei der Wegwerfgesellschaft, das war in der damaligen Zeit tatsächlich ein Thema. In den frühen 70er Jahren begann das, dass man sich über die Umwelt wirklich ernsthaft anfing Gedanken zu machen. Es gab auch schon erste Umweltgipfel, da hat man darüber geredet, wie soll es jetzt weitergehen. Man hat gemerkt, es gibt eine Belastung, es gibt einen Ressourcenverbrauch, der problematisch ist, eine Vergiftung, die problematisch ist und darauf spielt er hier an. Und wir werden uns an diese Zeit erinnern,
die sich vermischte mit Monstern und Engeln. Die Monster und die Engel, das müssen wir jetzt natürlich ein bisschen interpretieren. Das ist das Positive, die Engel, und das Negative, das ist das Potenzial, würde ich sagen, die Zeit hatte. Die Zeit hatte noch das Potenzial, ins Gute zu gehen, aber auch ins Schlechte zu gehen, aber es war alles noch unentschieden. Jetzt haben wir die Chance, sagt Meckel, jetzt haben wir die Chance, dem eine Richtung zu geben. Dann in der Zukunft, wenn das schon abgeschlossen ist, wenn wir dann die Erde verbraucht haben, dann gibt es kein Zurück mehr. Aber jetzt haben wir noch eine Möglichkeit, die Weichen zu stellen zwischen Monstern und Engeln. Als der Himmel ein offener Abzug war für den Rauch, da stellen wir uns diesen Industrierauch vor, der so schwarz zum Himmel hinauf qualmt. Aber der Himmel hat das alles noch aufgenommen. Und es ist dann verraucht und war dann weg. Und man konnte sich einbilden, das ist jetzt alles kein Problem. Aber irgendwann ist eine Sättigung da und der Smog geht nicht mehr weg. Und das Problem kennen wir. Als die Vögel in Schwärmen über die Autobahn flogen. Auch die Autobahn, das wissen wir, ist umwelttechnisch gesehen jetzt eher problematisch. Wenn immer mehr Autos fahren und immer mehr Straßen gebaut werden, das ist auch nicht so schön. Auch das ist eine Art, wie man die Erde verbraucht. Aber eben die Vögel fliegen noch in Schwärmen über die Autobahn. Es gibt noch Vogelschwärme. Und das wird dann aber nur noch eine Erinnerung sein, denn das wird dann in der Zukunft, aus der er hier schreibt, aus der Perspektive er hier schreibt, das wird es dann nicht mehr geben. Und dann kommt hier in Klammern, wir standen im Garten, unsere Gespräche hielten die Zeit zurück. Das Sterben der Bäume, flüchtige Legenden von Nesselkraut. Also das Sterben der Bäume, das Waldsterben ist hier auch ein Thema, dass die Pflanzen in dieser von dem Menschen gestalteten, vergifteten Umwelt nicht mehr leben können, das war ein Thema. Aber wir standen in unseren Gärten, die wir damals noch hatten, und haben über andere Dinge geredet. Wir haben die Zeit zurückgehalten. Wir haben so getan, als ob alles bleiben würde, wie es jetzt ist. Und wir haben uns nicht um diese Dinge gekümmert. Und das ist dann aus der Zukunftsperspektive gesehen eine Anklage. Wir haben über andere Dinge geredet und nicht über die Probleme der Umwelt. Und das waren alles nur Legenden von Nesselkraut. Das Nesselkraut, die Brennnesseln, das brennt vielleicht auch ein bisschen, tut auch ein bisschen weh, aber man will es auch nicht glauben. Man hört, ja, unsere Umwelt ist gefährdet und wir müssen was ändern, wir müssen überlegen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, wie wir mit dem Abfall umgehen und so weiter und so fort. Aber das will man nicht hören, reden wir über andere Themen. Es brennt ein bisschen, aber eigentlich, aus heutiger Sicht würde man vielleicht sagen, das sind vielleicht auch nur Fake News und das muss ja gar nicht alles so schlimm werden. Man muss ja nicht immer gleich den Teufel an die Wand malen. Ja, und nach dieser sehr langen ersten Strophe kommt jetzt diese kurze zweite Strophe, Shut Up. Englisch, halt die Klappe. Ein cooler Ausspruch. Wir sind modern, wir sind cool, wir sind nicht nostalgisch und Romantiker. Denn diese ganze erste Strophe ist ein bisschen so romantisch und nostalgisch und melancholisch. Ja, und eines Tages wird es uns leid tun, dass wir die Erde verbraucht haben. Eines Tages werden wir zurückblicken und denken, ach, wie schön war das damals, als man noch in den Flüssen schwimmen konnte, als es noch Kirschen gab, die man ernten konnte. Und dann kommt dieses, ah, shut up, halt doch die Klappe. Was ist denn das für ein romantisches, melancholisches, sentimentales Gewäsch hier? Dann gibt es eine andere Erde, ein anderes Haus. Und da habe ich Flügel im Schrank, ein Blatt, ein Wasser. Da haben wir so einen schönen Glaskasten, da können wir noch ein paar Erinnerungsstücke aufbewahren an diese Vergangenheit. Der Habichtflügel, der liegt dann im Schrank, der ist dann ein Relikt aus einer Zeit, die es nicht mehr gibt. Das ist fast wie eine Trophäe. Da habe ich noch diesen Flügel. Erinnert ihr euch noch, damals hat es noch Habichte gegeben, die sind noch rumgeflogen, heute gibt es die nicht mehr, heute leben wir in einer anderen Welt. Und das ist dann eine andere Realität. Und ein anderes Haus, das wir bewohnen. Dann haben wir halt keinen Garten mehr, sondern nur noch den Habichtflügel als Reminiszenz einer früheren Zeit im Schrank. Ein Blatt, ein Wasser. Das sind die drei Dinge, die drei Elemente, die in der ersten Strophe erwähnt werden. Die Flüsse voll Wasser. Ja, dann werde ich halt in einem Fläschchen vielleicht noch
eine Probe von diesem Wasser haben. Das Wasser, in dem wir früher schwimmen konnten, das es jetzt gar nicht mehr gibt, weil alles nur noch vergiftet ist und alles nur noch verpestet. Da habe ich dann die saubere Wasserprobe im Schrank, so als Erinnerungsstücklein. Ein Blatt von einem Baum, die Bäume sind alle gestorben. Ein Habichtflügel, die Vögel sind nicht mehr frei, die fliegen nicht mehr. Das ist dann die andere Realität. Und diese Härte, dieses Shut up, das sagt, ja vergiss es, wir werden uns anpassen, dann wird es halt anders sein, dann werden wir anders leben. Wir Menschen sind immer irgendwie durchgekommen. Und dann werden wir der anderen Realität so leben, wie wir in der jetzigen Realität leben. Man muss auch nicht immer zurückschauen und das ist ja dann auch okay. Also es hat diese Härte, die aus dieser Zukunft spricht, in der aber der Leser des Gedichtes noch nicht ist. Das heißt, der Leser des Gedichtes kann sich dann überlegen, will ich das? Will ich diese andere Erde, diese verbrauchte Erde, wo dann die Schönheit der Natur und das, was für uns heute noch selbstverständlich ist, dann nur noch ein Museumsstücklein ist, das ausgestellt wird im Schrank. Das kann man sich dann überlegen. Das ist dieses Szenario, das uns Meckel hier präsentiert. Ja, irgendwann werden wir alle auf die heutige Zeit zurückblicken, auf die verpassten Chancen, die wir hatten. Und wir werden sagen, ja, das waren schon noch schöne Zeiten mit den Kirschen im Juni. Ja, das ist dieses Gedicht von Christoph Meckel. Diese erste Strophe, die so melancholisch ist, die so zurückblickt eben aus dieser Zukunftsperspektive und sagt, ja, eines Tages wird uns das alles leid tun. Aber dann auch eben diese zweite harte Strophe, die sagt, ja, komm, jetzt hör auf. Dann leben wir halt in einer anderen Welt. Und das wird dann auch klappen, das geht schon. Und es werden neue Generationen kommen, die kennen das dann gar nicht anders und für die ist das dann die Realität und die Normalität. Und man passt sich an und das Leben geht weiter und wir müssen jetzt überhaupt nichts unternehmen. Aber natürlich bleibt im Leser, der ja in der Gegenwart lebt, wo noch alles möglich ist, im Leser bleibt dann dieser Zweifel, will ich so eine Zukunft? Denn ich lebe ja noch in einer Welt mit sauberem Wasser und mit Kirschen und so weiter und so fort. Und eigentlich möchte ich das ja nicht verlieren. Denn wir sind ja als Menschen immer eher konservativ. Wir möchten ja immer gerne bewahren, was wir jetzt haben. Auch aus nachvollziehbaren Gründen, Zukunftsängste und so weiter. Und die bedient Meckel hier. Er bedient hier unsere Zukunftsängste. Und diese andere Erde, wollen wir wirklich in dieser anderen Erde leben? Das ist die Frage, die er uns stellt. Aber er stellt sie uns eben provokant mit diesem Shut up. Ja, hört doch auf, herumzuweinen. Und das kennen wir heute eben auch. Auch heute gibt es ja Menschen, die sich engagieren. Fridays for Future ist da ein Stichwort. Und auch diesen Leuten hält man entgegen, ah, was habt ihr denn, was seid ihr denn da für Memmen? Jetzt heult da nicht rum. Ihr wollt ja gleichzeitig, das ist ja immer der Vorwurf, ihr wollt ja gleichzeitig doch auch alles genießen und ihr wollt ja auch alles haben und eure Handys und ihr wollt reisen und mit dem Flugzeug und so weiter und so fort. Aber das hat halt diesen Preis und ihr könnt nicht alles haben und jetzt reißt euch mal am Riemen. Das ist ja auch, was heute noch gesagt wird. Und das ist dieses, shut up, dann leben wir halt in einer anderen Realität und die Realität wird auch irgendwie aushaltbar sein und irgendwie werden wir auch da durchkommen und am Ende haben wir immer noch einen Weg gefunden als Menschheit. Und wir müssen jetzt nicht alle wieder anfangen, Bauern zu werden und auf den Fortschritt zu verzichten. Das ist ja immer die Wahl, vor die man uns stellt. Ja, dann wollen wir halt so keinen Fortschritt mehr. Und das ist die Raffinesse von diesem Gedicht, dass es diesen Einwand beinhaltet, dieses Shut up, jetzt hör doch auf, hier rumzujammern. Dass wir als Leser aber trotzdem ja, angestoßen sind, angehalten sind, zu überlegen, was ist der Preis für den Fortschritt? Was ist der Preis des Konsumierens? Wir konsumieren, wir verbrauchen unseren Planeten. Und was ist der Wert, der wahre Wert des Planeten? Was ist uns diese Erde wert? Das ist ganz oben und das ist die Frage, was ist es uns wert? Denn natürlich können wir auch unter anderen Umständen leben. Menschen haben schon unter den unglaublichsten Umständen leben können. Was ist es uns wert? Und was ist der Preis? Und das ist auch etwas, das in diesem Gedicht unterschwellig drin ist. Und das möchte ich zum Abschluss euch noch mitgeben. Nicht immer kann der Wert und nicht immer kann der Preis irgendwo in einem Amt von irgendeinem Bürokraten wahrhaftig erfasst werden.
Thank you.